Seid ihr herzlich willkommen, das Drei-Fragezeichen-Orakel. Die erste Frage ist, was denkt er? Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Und die dritte Frage ist, was wird er tun? Das ist eine allgemeine Legung, aber ich bin sicher, etwas spricht dich an. Es gibt kein Zufall. Ist auch kein Zufall, dass du gerade diese Aufnahme anschaust. Aber es besteht auch die Möglichkeit, ein Orakel zu buchen. Entweder diese drei Fragezeichen-Orakel oder eine andere. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Mit vedischer Astrologie 25 Euro oder 27,50. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Die erste Frage ist, was denkt er? Dieser Blumenstrauß bedeutet sein Aussehen. Er achtet auf sein Aussehen. Bedeutet auch eine schöne Umgebung. Also er verschönert etwas in seiner Umgebung. Dieser Blumenstrauß kann auch deine Schönheit sein, deine Weiblichkeit. Und in seinen Gedanken bedeutet, das ist ihm bewusst. Was diese Karte noch aussagen kann, er möchte dich überraschen. Kommt eine Einladung oder bekommst du ein Geschenk? Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Hier, diese Lilien zeigt die Reinheit, also reinen Gefühlen. Und das bedeutet konkret, er hat die Ängste oder seine Unsicherheit überwunden. Diese Karte kann auch bedeuten, er hat die Bedürfnis, mit dir etwas klären, etwas bereinigen. Und bei Lenormand-Karten symbolisiert die Lilien die sexuellen Themen. Und das, was er wahrscheinlich auch spürt, das sucht die Nähe, auch die körperliche Nähe. Und jetzt schauen wir an, welche Handlungen kommen, was wird er tun? Diese Wolke zeigt etwas noch undurchschaubar. Kann natürlich sein, hier kommt eine angenehme Überraschung, aber dass er sexuelle Bedürfnisse hat, und so sucht die Kontakt zu dir, das ist noch in die Schwebe. Das heißt, er sagt das nicht direkt. Diese Karte bedeutet auch die Zeit, halbes Jahr. Entweder die Vergangenheit oder die Zukunft. Also kannst du zurückdenken, was hast du erlebt vor halbes Jahr. Kann sein, dass mit dieser Thematik kommt er wieder. Oder er hat Pläne, er überrascht dich und das möchte innerhalb halbes Jahr auch verwirklichen. Die nächste Karte zeigt, was verbindet euch. Wenn du eine Dame bist, dann stehst du hier im Mittelpunkt und du lenkst die Geschehen. Bedeutet diese Karte auch, dass er verehrt dich, du bist für ihn sehr, sehr wichtig, er klärt mit dir etwas und kommt diese angenehme Überraschung oder dieser Blumenstrauß symbolisiert auch deine Schönheit. Und das war das Drei-Fragezeichen-Orakel. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.